Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Was man so tut am Samstag in Florida. Jetzt ist es Freitagmittag, später Mittag. Ich habe schon zwei mehr Anwendungen gemacht. Und jetzt sage ich mal, wie das Hähnchen aussieht, was ich gesagt habe, was ich mache. Ja, das ist also wichtig, ist, dass man das Rückgrat rausschneidet und dann kann man es nachlegen. Also flach nachlegen, dann geht es auch schneller und wird gleichmäßiger kochen. Ich mache jetzt den Grill noch geschwind auf, ja, und sage ich, wie das aussieht. Ja. Also, Moment. So, jetzt. So sieht das noch aus. Ja. Das heißt, es kriegt gleichmäßige Hitze. Ja. Und die Temperatur, der Temperaturfühler ist drin. Und dann haben wir da zwei Fies, zwei Fliegel und zwei Brüste. Ja. Und das ist jetzt im Rauch seit ca. einer Stunde, im Rauch nur bei 180 Fahrenheit. Interne Temperatur hat schon 98 Fahrenheit. So, und jetzt gehe ich nach und drehe das Ding auf 300. Und dann geht das so nochmal anderthalb Stunden. Und dann gucken wir, vielleicht bleibt es auch zwei Stunden drauf, muss ich gucken. Ja, und dann wird es gegessen. So, jetzt muss ich noch etwas sagen, da, an meinem Boot, da, scheiße, verstehst du, da muss ich etwas machen. Ich laufe gerade mal um, auf mein Bootsdock, wo mein englischer Kamerad Gary English gebaut hat, hier, guck dich mal den Scheiß an. Entenscheiße, verdammt, da muss ich was machen, entweder ich knall alle die scheiß Wildäter ab, Oder mach Saale drumherum oder irgendetwas. Ja. Und da habe ich da oben, sehen wir die Saale, die habe ich gespannt, dass keine Vögel da oben landen sollen und auf mein Boot scheißen. Ja, wissen Sie, war die verkackte Vögel jetzt tun? Jetzt landet sie nicht mit da oben, sondern landet direkt auf meinem Boot und scheißen halt direkt auf mein Boot. Ja, guck dich das mal an, da. Den Scheiß. Jetzt muss ich da so Muckengitter oder irgendetwas drum machen, dass die huren Vögel nicht mehr da reinkommen. Ja? Die sollen auch scheiße, wo sie wären, da bin ich auf mein Boot. Ja. So. Ansonsten, meine Frau hat ihr das Geschäft bestes über die Ohren. Sie hat meinen Platz gebraucht, also ist aus der Lagerhalle, wo er gebaut hat, die da, hat sie ausziehen müssen. Und hat was Kreisel suchen müssen, wo sie jetzt ganz Produkt nachgegangen ist. Das heißt, die Lagerhalle gehört jetzt mir. Das wurde jetzt mein Man Cave. Da werde ich mir eine schöne Werkstatt einrichten, mit allem drum und dran. Na, muss ich die, wo ja schon mal da waren, die wissen alle, dass ich schon lange das Grundstück nebenan dann kaufen will. Weil ihr wisst ja, dass durch Wahlbetrug Donald Trump nicht mehr gewählt wurde, sondern sein Widersacher Joe Biden, der eigentlich Alzheimer hat, darum ist er auch noch nicht vor Presse getreten und hat Fragen beantwortet. Der ist also komplett am Ende, der Typ. Auf jeden Fall, die Demokraten, die sind so, ich tue halt, entweder ich tue dagegen oder ich tue dafür. Und in dem Fall tue ich jetzt dagegen. Die sind für grüne Umwelt und dies und jenes. Also habe ich mir einen Pickup-Truck gekauft, der braucht ca. Ja, was wird er brauchen? 30 Liter auf 100 Kilometer, ist mir scheißegal, auch wenn der Sprit jetzt nicht aufgeht, brauche ich halt anstatt $400, $600 im Monat an Sprit, scheißegal. Und meine zwei Jetski, die haben wir auch schon gesehen, glaube ich, die stehen daher. Und die zeige ich mal später noch, wenn sie am Laufen sind, wenn wir sie ausnehmen, wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Aber ich will das Grundstück kaufen, aber dann, und ich habe jetzt endlich auch einen Kontakt gemacht mit meinem spirituellen Nachbar, der lebt in Michigan oben. Das ist da her. Das ist ein halber Acker. Ein halber Acker sind ungefähr 0,2 Hektar, denke ich mal so, um den Dreh. Und um das wird mein Grundstück erweitert. Ja. Und was ich da mache, ich werde einen Hubschrauber kaufen, weil im Zollernalbkreis, da geht es ja der Wolfgang Grupp, der fliegt zu seinen Interviews und wenn er einen Termin hat, montiert er mir mit seinem Hubschrauber dann auflegen, ja, anstatt mit dem Fahrrad fahren. Und was glaubt denn der, was der ist?
Weil das kann ich auch, weil ich werde mir einen Hubschrauber kaufen und da geht es wieder näher, das sind 20 Meilen weg. Mit dem Auto sind es 5 Meilen zum nächsten Walmart, aber 20 Meilen weg gibt es einen Walmart, der hat einen Hubschrauberlandeplatz. Und dann gehe ich meine Zigarette und meine Kiste Bier holen, werde ich da mit dem Hubschrauber nachfliegen und werde ihn holen. Und das gibt mein, da drüben, ja, das gibt mein Hubschrauberlandeplatz. Und ohne Scheiß, der Hubschrauber ist auch bestellt, der kostet $80.000 und ist ein Zweisitzer mit ein bisschen Frachtraum drin, ist ein RJ45. Ja. Und der Viererschein dafür, den mache ich noch, ist kein Problem, das geht 2 Tage. Kostet ungefähr vielleicht $2.000. Das wird alles gemacht, dass das alles legal ist. Und dann kann ich auch, wenn man Gefische geht, ja, wenn man auf Kies nachgeht zum Fischen, kann ich mit dem Hubschrauber oben vor dem Boot rausfliegen und sagen, wo die kleinen Köderfisch sind. Weil wo Köderfisch sind, da sind auch die Krausefisch, weil die Krausefisch suchen Köderfisch und dann schmeißt man die Rute ab und dann fängt man große Fische. Das kann ich alles mit dem Hubschrauber machen. Ja. Ja, so tue ich halt ein bisschen Apple der 4 oder dagegen. Wäre jetzt der Trump da dran geblieben, dann hätte ich weiter so leben wie ein Klepptau, Ökonom und so. Ich hätte Überstunden gemacht und meine Hundbälle, war schon mal ein Boot. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich halt jetzt tue, ist, was tut man? Beim Trump habe ich alle möglichen. Ich habe die Jetskis gekauft, ich habe ein Boot gekauft, ich habe das da, ich habe das Auto. Und ich habe Überstunden geschafft wie eine so, einen Haufen Steuern gezahlt. So, und jetzt kommt der Biden und was ich halt tue, ich schaffe keine Überstunden mehr. Ich schaffe 8 Stunden am Tag. Ja. Zahle so wenig wie Steuern wie möglich, weil der sagt, wo man dagegen tun. Ja. Damit der richtige Präsident wieder drankommt, so bald wie möglich. Ja. Okay, drückt mir die Daumen für mich und meine republikanischen abgeordneten Freunde, dass bald wieder eine richtige Regierung hierher kommt. Ja. Übrigens, der Biden setzt sich jetzt die Lorbeere auf mit Vakzin, ja, mit Impfungen und so. Und das ist alles im Trump sein Verdienst. Und was mich auch wundert, dass auf einmal heißt, in der Nachrichten, ob das heute ist oder das erste oder wie es heißt, das gucke ich ab und zu auch so in der Mediathek, heißt, der Präsident der Vereinigten Staaten, ja, wie man auf einmal diesem Arschloch Respekt erweisen kann hier. Und wo der Trump Präsident war, hat es quasi Donald Trump. Donald, da hat es niemals quasi der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja. Jetzt haben wir noch quasi Trump hat gesagt, Trump hat dies und Donald Trump dies. Und ich weiß, der Präsident der Vereinigten Staaten hat gesagt, auf einmal dieser linken Bazille, dem Demokratenschwein zeigt man Respekt. Ja. Das passt mir ein bisschen nicht. Und drum kriegt auch irgendwann einmal ein Bild-Zeitungsreporter eine in die Fresse von mir. Unangemeldet, ja, mit allen Konsequenzen. Okay, also, mein Hähnchen, wenn das soweit ist, mache ich nochmal ein Video und zeig's euch. Okay, also, bis dann. Ciao.